Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Christa Hollund gewann das 13. WM Gold für Norwegen. Urheberrecht Getty Images, 3. März 2019, 15.35 Uhr. Hans-Christa Hollund gewinnt zum Abschluss der nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Massenstart über 50 Kilometer. Es ist die 13. Goldmedaille für Norwegen. Der norwegische Skilangläufer Hans-Christa Hollund hat zum Abschluss der nordischen WM in Seefeld das Freistilrennen über 50 Kilometer gewonnen und mit dem Sieg in der Königsdisziplin Norwegens herausragende Bilanz gekrönt. Mit 13 Goldmedaillen in 22 Entscheidungen erzielte das Team Nord ein Rekordergebnis bei nordischen Titelkämpfen und verwies Deutschland 6-mal Gold in der Nationenwertung klar auf Platz 2, Medaillenspiegel der nordischen Ski-WM. Der 30 Jahre alte Hollund, der nie zuvor eine WM-Medaille gewonnen hatte, setzte sich nach 1:49:59,3 Stunden mit 27,8 Sekunden Vorsprung auf den Russen Alexander Bolschunow durch. Bronze holte Hollunds Landsmann Sjur Røthe, 57,8. Norwegens Männer haben damit sämtliche 6 Langlaufwettbewerbe von Seefeld gewonnen. Bester Deutscher war Jonas Doepler auf Platz 17, 1:14,6 Minuten. Er ist ein richtig couragiertes Rennen gelaufen, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF. Florian Nords wurde 22. Lukas Vögel 31. Andreas Katz kam auf Rang 43. Hollund reist erfolgreich aus. Hollund hatte bei Kilometer 20 angegriffen und lief von da an als Solist ins Ziel. Zwischenzeitlich hatte der Norweger rund 1,5 Minuten Vorsprung, ehe Bolschunow noch einmal gefährlich herankam. Der Russe, der seine 4. Silbermedaille in Seefeld gewann, war für den Start über 50 Kilometer eigentlich nicht vorgesehen und wurde erst am Sonntagmorgen für den erkrankten Alexej Chavotkin nachnominiert. Vor 2 Jahren war Bögel als WM-18. In Lahti bester Deutscher geworden. Für die letzten deutschen Medaillen im traditionsreichen Skimarathon hatten Jens Filbrich 2007 und Tobias Angerer 2009 jeweils mit Bronze gesorgt. 1974 in Falun hatte DDR-Läufer Gerhard Grimmer Gold geholt.